So. Oh. Wieder schönes Wetter haben wir, Hans. Hans? Ja, wieder sehr schönes Aufwachen. Wetter. Aufwachen. Aufwachen. Ja. Ja. Weißt du, was der an Schlaf braucht? So, also, bringst du... Hey. Ja. Wenn das so weitergeht, kriegst du die Woche keinen Lohn. Ich will hier mal... du musst mal ein bisschen Gas geben hier. Ja. Also du kannst, wie gesagt, wie wir gestern besprochen haben, bringst den Dolly weg und dahinter das Rücke-Ding. Ja. Ja, ich denke, du findest das. Kannst du ja gleich mit dem Traktor hierher bringen oder... mit dem LKW oder wie auch immer. Ah ja, denk dran, dass du einen Traktor brauchst. Ah ne, das kann ich wahrscheinlich auch einen LKW anhängen. Probier's einfach. Mir laufe jetzt mal kurz rüber. Kann ich das an den LKW? Ja, der LKW hat eine. Wie heißt denn das? Da merkt man wieder, dass ich nicht vom Fach bin. So eine Kurbelwelle. Aha. So eine braucht man hierfür und die hat der LKW, glaube ich. Oder? Ne, der läuft mit Druckluft hier. Ne, das ist ein Dreiecks-Dings da. Ja, guck, ich glaube, das geht nämlich gar nicht. Also guck mal. Ist... Vielleicht kannst du das vorne an der an der Traktor dranhängen und die Dolly hinten. Oder warte, du hast doch so einen Anhängerteil. Du könntest doch mit dem Traktor den hinbringen und mit dem... Also jetzt viel geschwätzt und nichts gemacht. Mach einfach, hopp. Also es geht ja hier gar nicht. Wir müssen vorwärts kommen. Ja, von der Läufe dient sich das Geld nicht. Wo ist mein Traktor da? So, rein da. Ja, gleich mal loslegen hier. Wir müssen viel Geld verdienen. Wo ist jetzt das? Hier rechts? Oder? Ja, fahr geradeaus hoch, ja. Hallo, bin ich hier falsch oder bin ich da richtig? Ich sehe es gar nicht. So, jetzt alt euren Stamm hätte ich gern. So. Also, oh nein. Also, was mal gucken. Warte mal. Wir machen was anderes. Ja, aber da müssen wir einen LKW mieten. Ein Traktor. Nee, das ist auch blöd. Ja, nee, warte, ich kann gerade beides miteinander. Ich nehme gerade das Dolly hinten und der andere vorne. Ja, genau. Oh, no. Scheiße. Das geht jetzt eigentlich gerade sehr locker. So. Jetzt ist mir der Stamm unter der LKW gerutscht. Ah, super. Ja, brauche ich Hilfe, oder? Ich weiß noch nicht. Ja, ich glaube, ich kriege ihn wieder vor. Der Stamm liegt unterm Anhänger. Unter dem Anhänger. Oh. Ja. Jetzt. Habe ihn wieder rausgebracht. Aber könntest du mal gucken, ob's da noch ein schwereres Gewicht gibt, was das schwerste Gewicht ist. Ja, guck ich mal. Ah, ich muss gar nicht mal. Wohin muss ich jetzt fahren? Musst du dir nach vorne kommen, oder? Zum Shop. Nee, du kannst den Weg entlang und dann rechts. Dann kommst wieder. Also, das mit dem Gewicht ist ja. Es geht ja gar nicht. Das kann man denn hier alles mit dem Holzteil einstellen. So. Ja, so ist der Buch. Vielleicht sollte ich das Gewicht unten lassen. Aber dann kommt ja der Traktor nicht mehr vorwärts. Eieiei. Boah. Ich lasse jetzt mal das Gewicht unten und guck mal, wie das funktioniert. Hier im Wald eigentlich auch so einen schönen Weg zwischen den Bäumen. Ja, da bin ich... Gesundheit. Danke. Da bin ich bloß nicht mit dem Feller bin ich da bloß nicht durchgekommen. Okay. Ja, aber jetzt Gesundheit nochmal. Ja, danke. Der Feller war nämlich zu hoch. Das ging einfach nicht. So.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt den ersten Anhänger einfach abladen soll. Aber dann muss ich halt zweimal fahren, das ist halt immer diese Geschichte. Ich möchte ja so wenig wie möglich fahren. Hä, hey, also zum für was machen? Naja, wenn ich jetzt zwei Anhänger voll mache, muss ich nur einmal zur Schreinerei fahren. Ja. Wenn ich jetzt aber jeden Anhänger einzeln fahre, dann muss ich ja zweimal fahren. Ha. Dann spare ich mir ja einen Weg. Und deshalb, ich glaube, ich mache den zweiten Anhänger auch voll. Ja, mit einfach dort oben. Hattest du ja vorher anscheinend Probleme. So vor ein paar Tagen. Ja. Das letzte Mal. Deswegen. Ja, ich muss halt dann den Anhänger vorher abkuppeln und dann muss ich einzeln fahren. Wo war das jetzt hier? Hier geradeaus, glaub noch. Du kannst ja aufs GPS gucken. Naja, stimmt. Das kannte man bei uns nicht mal richtig. Obwohl wir. Es gab so halt ein paar Sachen so ein bisschen. Ja, guck mal, ich hab dich angestellt, aber ich weiß gar nichts von dir. Also eigentlich hätte ich ja Bewerbungsgespräch machen müssen. Von wo kommst denn du überhaupt? Du sprichst so ein bisschen komisch. Ja, so ein bisschen Schweiz. Das ist ein langer Weg, lange Geschichte auch. Ne, kommst du aus Deutschland, oder? Nee. Du hörst dich an wie was weiß ich, Schweiz oder so. Ja, ist auch so. Schweizerdeutsch. Viele probieren das, können aber nicht. Nein, ist auch schwierig. So. Also dieses zwei Sachen kann er komplett verkaufen, oder? Ja. Das heißt, es muss jetzt hier so rein und das fahr ich jetzt am besten rückwärts gerade rein. Und dann guckst mal, ob mir was das schwerere Gewicht ist. Ja, schau, Gott. Ich guck mal gerade in die App rein und guck, welches Gewicht der Bernhard mir hinterlassen hat. Ah, das ist bloß 1100 Kilo Gewicht. Das Tonne oder was? Ja, das. Nee, dieses Akko 1100. Boah. Also guck's mal, ob mir nicht sogar vielleicht das größte mitbringen kannst. Das 2300er. Dann hätte ich wenigstens mal was Gescheites hinten dran. Dann muss ich nicht immer Angst haben, dass ich umfall. Ich habe jetzt mal ein bisschen Geld, 6000. Naja, das ist dein erster Lohn, gell? Für letzte Woche, weil da hast du ja nichts gekriegt. Letzte Woche? War ich gar noch mal da? Doch, da hast du 2 Tage hast da geschafft. Ha, ja, stimmt. Schon alles durcheinander. Ja. Ah. Also, da muss ich mal überlegen, ob ich dir überhaupt was zahle. Ich kann ja immer sagen, du hast erst angefangen. Wo sind denn die Gewichter hier? Wie teuer? 1100 Akku. Na, das habe ich. Ich hätte gern das schwerste. Schwer. 2300, das letzte. Aber auch von Akku. Weiß nicht. Kostet mich 1300 kaufen, oder? Ja, bitte. Nee, Moment, da gibt's noch eins. Ah, nee, warte. Doch, nimm das 1300 und dann nimmst bitte neben Blau das erste Grün. Ich hätte es gerne in Grün. Dieses helle. Das ist das 2300er oder das, genau. 2400er. 2300 und dann neben Blau das helle Grün. Also in der zweiten Zeile von unten. Neben Blau, das helle Grün. Genau. Ha, das wahrscheinlich. Dritte Zeile. Ich versuch das mal. Dritte Zeile, fünfte Farbe. So. Ja. Gut, also ich
Komm, immer. Kaufen. Ja, möchte ich kaufen gerne. Sonst bräuchte ich echt noch eins vielleicht. Nee. Ich habe noch eins. Also das kannst du ja dann haben. Gut, dann. Hol ich, kann ich den hier vorne bei mir dran machen? Ja, dann bestimmt. Ich den bringen. Also woher muss ich? Ah, von hinten her muss ich den nehmen. Hast du vorne keinen 3-Punkt? Nee, nee, die stand einfach. Achso. Hat das falsch gang gemacht. Ja, das. So, das kehren musste, deswegen. Steht immer falsch rum eigentlich. Ja, wahrscheinlich kriegt das gerade aus der Garage oder so. Ja. Oder halt vom Einfahren her, dass er besser so rankommt. Aber das. Ja, weiß nicht. So. Jetzt habe ich, glaube ich, schon alle Stämme. Bring das hier mal. Ja. Ich stell dir das andere schon mal an den Waldrand. Okay. Beziehungsweise, ja. Du kannst ja die selber dann umtauschen. Ich muss noch ein paar Bäume fällen. Wo ist das jetzt hier? Dort klappert ein Hoch, oder? Bei dem 85. Ah, ja, ja. So, jetzt soll ich mal dem Förster wieder einen Gefallen tun und die richtigen Bäume fällen. Anmachen. Diese Maschine hier. So, hier ein Knopfdruck. Boah, an der schmalsten Stelle kommt ein Auto ran. So, wir haben schon wieder 6:30, hey. Yay. Wir schaffen nichts und die Zeit vergeht. Wo bin ich denn jetzt? Okay, das verpasst. Ja, bist zu spät. Hättest eine früher abbiegen müssen. Fahr halt rückwärts. Ach ja, glaub, oder? Ja. Genau. Ups. Haben die Autos mich abgelenkt? Ich glaube, nämlich gerade ein Auto dort vorbei. Deswegen dachte ich, das ist das Ding mit. So. Jetzt fäll ich gerade mal wieder die toten Bäume. Da wird der Förster sich freuen. So. Soll ich es hinlegen? Ja. Du kannst auch gleich tauschen. Dann kannst du das andere mitnehmen, wenn du willst. Ja. Oh, hab das Schild ein bisschen mitgenommen. So. Mach ich gerade so. Soll ich das neue gerade sonst anhängen? Oh, das wäre perfekt. Hier. So. Dann komme ich mit dem. So ran. Ich darf hier einfach nicht vergessen, die Handbremse anzuziehen. Ja. Manchmal
Manchmal wollen sie immer wegrollen. Ich weiß gar nicht. Ist hinten für die Fehler bereit gemacht worden. Ja, super, vielen Dank. Oh, der war vielleicht ein bisschen zu weit. So. Muss ich jetzt hier wieder rechts, oder? Ja. Gut, aber ich glaube, ja. Ja. Also ich werde heute auf jeden Fall eine kleine Nachtschicht einlegen, weil wir brauchen einfach so viel Holz und das kriege ich sonst nicht gebacken. Oh, stimmt, es ist schon wieder zu spät, Alter. Der Tag geht um wie im Schlaf. Und wie hieß das? Nee. Ja. Sehen etwas. Ich bin schon so müde, dass ich nicht mal da sagen kann. Zum Glück gibt es halt das rückwärts. Beziehungsweise das Traktor. So, dann. Aber ja, den müssen wir doch putzen, bevor wir den abgeben, oder nicht? Ja, das mache ich schon mit dem Friedrich. Naja, Quatsch, der Eberhard ist das. Mit dem kriegen wir das schon auch gebacken. Okay. So. Ne, den kann ich jetzt. Warte, den kann ich jetzt dran lassen. Muss jetzt nur hier hinten das dran machen. Wo sitzt der? Hat vorne einfach drin gelassen. Och. Frage ich hier halt auf der Hauptstraße noch ein bisschen weiter. Ja. Dann fahre ich hier mal rein. Habe ich den hier denn geparkt, Alter? Uiuiui. Wenn ich die Forstmaschine für 300.000 Euro zerstöre, das wäre schlecht. Ja, sehr schlecht. Wo fährt man jetzt hier entlang am besten? Boah, in der Nacht sieht man das einfach nicht. Ja, ich glaube, ich ziehe noch zwei Bäume raus und dann machen wir Feierabend. Weil man sieht einfach nicht, wo ich das Gras schon, also wo das Gras liegt. Ja, du kannst da jetzt schon Feierabend machen. Wenn du nichts siehst, bringt's ja nichts. Sonst könnte man X machen, oder? Wie bitte? Das muss man ja nichts mehr machen, oder? Nein. Ich meine, du kannst ja. Machen wir aber morgen erst. Dann. Einen Stamm ziehe ich noch aus und dann. Da bin ich auch zu müde hier. Und morgen, wenn ich wieder was sehe, dann kann ich auch aufladen. Wir mal hier irgendwie am Rand. Na, falsch rum. Muss ja rückwärts fahren. So. Gut. Also so, jetzt haben wir gleich 13:30, dann machen wir Feierabend. Ach, schon wieder so spät, Alter. Wir sehen uns dann morgen wieder, 7:00. Ja. Und, ja, gute Nacht, du kannst ja zum Friedrich gehen, der hat immer ein Plätzchen für Arbeiter frei. Bis dahin, ciao. Ciao.